Der nächste Redner ist Reinhard Eugen Bösch, der Sprecher für Landesverteidigung der Freiheitlichen. Er ist promovierter Historiker und beim Bundesheer angestellt, dort im Rang eines Oberst. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Herr Kollege Pilz, Sie sollten sich lieber um die gewalttätigen Randalierer kümmern, die uns alle Jahre wieder beim Akademikerball entgegentreten, die mit einem, zum großen Teil Ihrer Partei angehören. Um deren demokratische Gesinnung sollten Sie sich Sorgen machen. Herr Bundesminister, im neuen Regierungsprogramm sind viele Vorschläge drinnen, die wir grundsätzlich nicht ablehnen. Wir werden sie sehr ernsthaft beurteilen. Und wir werden als Freiheitliche auch darauf achten, dass wir vernünftige Vorschläge, die Sie machen, auch unterstützen können. Sie haben aber rhetorisch in Ihrem Beitrag die Frage gestellt, wie kann es sein, dass ein 12-Jähriger, ein 17-Jähriger, der jahrelang in unserer Gesellschaft lebt, plötzlich so radikalisiert wird? Herr Bundesminister, ich kann Ihnen die Antwort geben. Sie stehen mit Ihrer Partei und auch mit Ihrer Bundesregierung vor den Trümmern Ihrer Politik. Vor den Trümmern einer Integrationspolitik, die nicht funktioniert hat und vor der wir Freiheitliche jahrzehntelang gewarnt haben. Sie haben heute die Quittung dafür zu zahlen, dass wir die Staatsbürgerschaften jahrzehntelang verschleudert haben. Sie haben heute die Quittung dafür zu zahlen und damit auch wir alle für die Massenzuwanderung, die Sie zugelassen haben. Und es ist nicht so, Frau Kollegin Steinacker, dass das wie ein Naturereignis über Europa hereingebrochen ist. Nein, es hat europäische Staaten gegeben, die sich dagegen gewehrt haben und die dem Recht zum Durchbruch verholfen haben, nämlich die Dublin-Vereinbarungen eingehalten haben. Und zweitens, und hier ist Ihre Bundesregierung rechtlich schlampig, Herr Bundesminister, klar unterschieden hat zwischen Zuwanderung und Asyl. Und das muss auch die österreichische Bundesregierung machen. Sie müssen unterscheiden zwischen Zuwanderung und Asyl. Wer in unserer Republik, in unser Land zuwandert, Herr Bundesminister, das entscheiden alleine wir. Das entscheidet die Republik Österreich. Und Asyl, Herr Bundesminister, und Ihre Partei hatte ja vor einem Jahr etwa einen lichten Augenblick, indem sie dem Prinzip des Asyl auf Zeit zum Durchbruch verhelfen wollte in der Bundesregierung. Da haben Sie ganz recht gehabt. Asyl ist grundsätzlich ein Recht auf Zeit, grundsätzlich Herberge auf Zeit. Und wenn der Asylgrund weggefallen sein wird, haben diese Menschen in ihre Heimatländer zurückzukehren. Das ist der eigentliche Sündenfall dieser Bundesregierung, Herr Bundesminister. Und das Tragische ist, Sie verharren in der Sünde. Sie begehen ja nicht tätige Reue, indem Sie endlich eine rechtliche Klärung dieser Situation herbeiführen, sondern Sie verharren in diesem Irrweg. Sie sollten auch in Bezug auf diese Asylobergrenze klare Worte sprechen, Herr Bundesminister. In Ihrer Not hat diese Bundesregierung, ich weiß gar nicht, ob Sie da schon Minister gewesen sind, eine Asylobergrenze von 37.500 genannt. 37.500, Herr Bundesminister. Wie Sie auf diese Zahl gekommen sind, weiß kein Mensch in dieser Republik. Und als dann der Bundeskanzler vor wenigen Tagen eine Rede gehalten hat, ist Ihnen und Ihrer Partei nichts anderes eingefallen, als diese Asylobergrenze zu halbieren. Auf 17.000 oder 17.500. Das ist genauso, Herr Bundesminister, vollkommen unklar, wie Sie auf diese Zahl kommen. Das sind Schnapszahlen, Herr Bundesminister. Schnapszahlen, die Sie uns mit Schwindeleien immer wieder verkaufen wollen und die uns weismachen wollen, dass die Bundesregierung wirklich... Herr Abgeordneter, würde Sie bitten, in der Ausdrucksweise sich ein wenig zu mäßigen, bitte. Danke, Frau Präsidentin. Das sind Zahlen, Herr Bundesminister, die Sie nicht ernst meinen. Sie haben uns auch gesagt, dass im Jahre 2016 36.030 Asylanträge, die in diese Höchstzahl hineinfallen, bearbeitet worden seien. 36.030, Herr Bundesminister. Und Sie glauben, dass wir das für bare Münze nehmen können? Sie haben nicht erwähnt in dieser Höchstzahl, was verschoben worden ist auf das Jahr 2017. Sie haben auch nicht jene Dublin-Fälle mit hineingezählt, die eigentlich an andere europäische Staaten weitergereicht hätten werden sollen, die aber nicht ausgereist sind, sondern die sich illegal in unserer Republik befinden, Herr Bundesminister.
Kurz gesagt, realiter ist diese Zahl, Herr Bundesminister, überschritten worden. Und Sie sollten auch im Bereich des Asyls, Herr Bundesminister, einen Rückkehrmechanismus einführen. Wissen Sie, das sage ich immer Ihrem Kollegen Kurz. Ich frage ihn, warum er nicht auch Rückkehrminister ist, nicht nur Integrationsminister. Dann schiebt er die Verantwortung immer auf Sie. Deshalb frage ich jetzt auch Sie, Herr Bundesminister, in welcher Form bereitet die österreichische Bundesregierung und wer ist in der Bundesregierung verantwortlich dafür, dass diese Menschen, die hier Asyl bekommen haben und die hier anständig behandelt werden sollen, aber wenn der Asylgrund weggefallen sein wird, wieder in ihre Heimatländer zurückkehren müssen? Wer bereitet von der Bundesregierung das vor und wer sagt das laut und deutlich und öffentlich? Herr Bundesminister, Sie müssen jetzt zu Ihrem Schlusssatz kommen, Herr Abgeordneter. Danke. Herr Bundesminister, was wir erkennen, sind Symptombehandlungen. Wir glauben aber, dass Sie an den Grund des Problems gehen müssen. Sie sollten endlich Politik für die Republik Österreich und für die Interessen Ihrer Bevölkerung machen. Danke sehr.